Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Breath Exvius. So, wir springen wieder rein zur Versammlung und dieses Mal haben wir einen neuen Charakter, den wir uns anschauen. Wir haben ja das Prinzip mittlerweile durchschaut und ich bin schon ganz gespannt, wer dieser Charakter ist. So, vorher aber sammeln wir nochmal unsere Belohnungen ein aus der letzten Episode. Wir haben hier vor allem Psyche plus 15% und 50 Lapis, das sind die Highlights. Der Rest sind tolle Milchristen, die wir auch gerne annehmen. Denn ihr wisst ja, wir müssen unsere Fertigkeiten auftunen und ich habe ja vor, die von Ace aufzutunen. Weiter geht's, ohne großartig Zeit zu verplempern, mit der Versammlung. Und dieses Mal steht an der treue Doktor. Auf geht's, Freunde. Kein Limitrausch. Ohne Kampf gegen Verbündeten. Hier gibt's schon Schwerchristen. Die nächste Stufe. Ist doch super. Windschaden können wir machen mit Ishtola oder Barts. Kein Limitrausch. Schwarzmagie können wir machen. Kein Limitrausch. Feuerschaden kann Ace. Beschwöre ein Esper können wir uns sammeln. Zweimal Limitrausch. Und Gegner mit Magie besiegen, geht Abwehr plus 15%. Das ist ja grandios. Und Sternkotz auch. Also, wir müssen auf jeden Fall Esper und Limitrausch aufladen für das Ende. Das ist wichtig. Und wen nehmen wir denn mal mit? Ne, hier Frevia von Gisekiel. Den habe ich gemeint, als ich mal vor ein paar Folgen davon gesprochen habe. Ich würde fast sagen, wir nehmen einfach mal einen Orlando mit. Einfach aus Spaß. Weil wir schon lange kein Orlando mehr dabei hatten. Ja, komm. Wir nehmen Orlando mit. So, hier. 620 Angriff Orlando ist schon in Ordnung. Auf geht's. Ja, sollte ich mal irgendwas verpassen, werde ich es natürlich offscreen machen, ganz klar. Der Doktor. Die Republik Ulderion. Ich hörte, dass die Soldaten dort gut ausgebildet sind. Nur die besten Freiwilligen. Dürfte schwer sein, hier einen Ort mit mehr militärischer Stärke zu finden. Ich wurde von einem Meeresmonster angegriffen. Bitte. Irgendjemand muss... Ilias, ganz ruhig, leg dich hier hin und trink das. Ich fühle mich besser. Dir geht es noch nicht besser. Bitte sag mir, was für ein Monster dich angegriffen hat. Dann kann ich dir passende Medizin bereiten. Danke. In dieser Gegend bekommt man als Pirat normalerweise nur die kalte Schulter gezeigt. Da hast du wohl Glück, dass ich nicht aus dieser Gegend komme. Ich bin nur ein Besucher, ein Chemiker und Alchemist in Ausbildung. Aber egal wo man ist, man sollte nie vergessen, wie wertvoll ein Menschenleben ist. Und jetzt warte kurz. Es scheint, dass ich etwas logistische Hilfe benötige. So, die wandelnde Apotheke mit dem Medizinschrank auf dem Rücken macht sich auf den Weg, die Ebene zu durchsuchen. 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe haben wir auch wieder hier vor uns. Jeweils 13 Energie
und nur einen weiteren Story-Abschnitt, der da kommt. Das sollte relativ schnell gehen, abhängig davon, wie schnell die Kämpfe verlaufen. Zwei Kämpfe, kein Limitrausch und ohne Kampf wegen Verbündeten, aber es gibt schon schwer Christen, wie ihr seht. Das ist super. Weil die billigen kann man ja sowieso leicht farmen. Auf die hochwertigen, auf die teuren kommt es ja an. Also los geht's. Wölfe sind hier also. Wir kennen ja schon die meisten Fähigkeiten von Orlando. Was ich gerne machen möchte, ist Gerechtigkeitsschwert. Schaden und Stopp, ein Ziel. Los geht's, Orlando! Ich weiß nicht, ob man vorhin gesehen hat. Es kann sein, dass der Gegner gestoppt war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ihr seht schon, Orlando hat sehr viele coole Möglichkeiten anzugreifen. Jetzt greifen wir mal normal an mit ihm. Ja, ist schon ganz ordentlich. Ich meine, seine Stärke sind ja eben nicht normale Angriffe, sondern eben seine Skills. Vor allem ein besonderer Skill. Ja, ich mag an Orlando alles. Ich mag seine Storyline aus Final Fantasy Tactics und ich mag sein Charakterdesign, so wie er aussieht. Die Charaktere von Final Fantasy Tactics kommen ja aus dem Ivalice-Universum, die Ivalice Alliance. Das heißt, die Charaktere von Final Fantasy XII kommen aus demselben Universum. Die Charaktere von Final Fantasy Tactics kommen aus demselben Universum wie die Charaktere von Final Fantasy XII. Und auch aus demselben Universum wie von, wie heißt das Spiel nochmal schnell? Mir fällt es nicht ein, mir fällt es bestimmt später ein. Mal gucken. Gegengift. Drei Kämpfe, Gegner Windschaden zufügen und ein Limit rausspritzen. Kriegen wir auch hin. Auf geht's. Mir will der Name einfach nicht einfallen von dem Spiel. Das war... wie heißt er nochmal? Der Hauptcharakter heißt Ashley Lynette, glaube ich. Ashley Lynette. Aber mir fällt jetzt der Name von dem Spiel nicht ein. Wenn ihr es wisst, dürft ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben, falls mir das später nicht eingefallen ist. Es wäre auf jeden Fall mal sehr interessant. Und dieses Spiel, Vagrant Story, jetzt weiß ich wieder, Vagrant Story ist das. Und Vagrant Story spielt im selben Universum, also auch in Ivalice. Das heißt, Vagrant Story... Final Fantasy XII... und Final Fantasy Tactics spielen alle auf Ivalice. Im selben Universum ist die Ivalice Alliance und deswegen ist das Charakterdesign von denen so ähnlich, weil es vom selben Charakterdesigner ist. Und es ist ein sehr, sehr cooles Universum, muss ich sagen. Weniger mit mächtigen Kristallen, die irgendwie alles kaputt machen und Magie und so, sondern es hat eher was mit. Es ist eher was mit Königreichen, die gegeneinander kämpfen. Sehr interessant. So, Windschaden haben wir gemacht. Limitrausch haben wir auch schon gemacht. Das bedeutet, jetzt gucken wir uns nochmal die Fähigkeiten an. Hier, heiliger Blitz. Blitzschaden still auf ein Ziel. Los geht's. Ja, außerdem heißt er Cid. Das kommt noch mit hinzu. Also Cid ist sowieso ein verdammt cooler Charakter. Immer, in jedem Final Fantasy. Sehr gut, auch das haben wir geschafft. Grandios. Weiter geht es zum nächsten Kampf. Und hier müssen wir was machen? Es sind drei Kämpfe, Tierzutaten. Benutze einen Limitrausch und benutze Schwarzmagie. Wir kriegen beides hin, problemlos. Deswegen brechen wir auf. Ja, das mit Limitrausch und Schwarzmagie ist kein Problem für mich. Dadurch, dass wir Bards, Ace und Cecil dabei haben. Ich will aber ganz kurz nachlesen, war das ein Limitrausch oder kein Limitrausch? Nicht, dass ich mich verlesen habe. Schwarzmagie und benutze einen Limitrausch. Okay, sehr gut. Also machen wir jetzt hier Jackpot-Shot. Und mit ihr hier machen wir Schwarzmagie, nämlich Erugar. So, und Ace-Limit ist wieder voll, ne? So ist das richtig. Jetzt machen wir mal
den legendären Skill von ihm hier. Ah ne, wir haben noch Dämmerungsklinge. Stiehlt MP ein Ziel. Machen wir das mal. Dämmerungsklinge auf den da. Hier ist ein Mümmler. Wer sich vielleicht noch erinnert aus Final Fantasy 5. Oder nee, Final Fantasy 6 war das. Da gab es ja auch die Mümmler und die haben immer gemacht, da stand immer oben drin, wenn die ihre Attacke aktiviert haben, haben die immer gesagt, Mümmel, Mümmel, Mümmel die Bümmel. Ja, habe ich schon mal erwähnt. Ich erwähne es nochmal für alle, die vielleicht neu einschalten. Mümmel, Mümmel, Mümmel die Bümmel ist grandios. Okay, wir haben, glaube ich, alles gemacht, ne? Limit-Rausch benutzt. Benutze ein Limit-Rausch. Benutze Schwarzmagie haben wir auch gemacht. Das sollte alles gewesen sein. Also greifen wir doch normal an. Was? Der hat überlebt? Keiner hat den angegriffen? Na gut. Sei es eben drum. Wir greifen nochmal den Mümmler an. Aves. Okay, Aves ist natürlich ein Vogel und der ist tot. Sehr schön, das haben wir grandios gemacht. Wir sollten auch hier alles gekriegt haben. Da müssen wir mal ganz sorgfältig sein mit den Schwerchristen, sind das ja hier schon. So, Jagd nach neuen Materialien. Schauen wir mal, was dieser Story-Abschnitt hier hat für uns. Danke für die Information. Aber bist du dir sicher, dass du das alleine hinkriegst, junger Mann? Holderion hatte zwar einst den Segen des Wassers, doch heute ist es ein Monsternest. Trotzdem, wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass es dort neue Zutaten für Medizin gibt, muss ich hin. Wenn jemand vor meiner Nase steht, der Hilfe benötigt, muss ich alles tun, was nötig ist, um ihm zu helfen. Der hat doch ein Helfersyndrom, oder? Wie war das? Ich habe nicht wirklich mitgekriegt, wohin er wollte. Zur Wasserhöhle. Wird ganz schön hart für jemanden, der so schwächlich wirkt wie er. Keine Sorge, wir sind doch dabei. Kannst du mir sagen, wie man dorthin kommt? Amelia, denkst du darüber nach, wieder ins Geschäft einzusteigen? Ich bin nie ausgestiegen. So, so. Nur weil sie sich anders kleidet, heißt es ja nicht, dass sie ausgestiegen ist. Das ist richtig. Der nächste Abschnitt. Auf zur Höhle. Drei Kämpfe warten auf uns. Füge einem Gegner Feuerschaden zu und beschwöre einem Esper. Das kriegen wir alles hin, kein Problem, los geht's! Wir können auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir einfach Idir rufen. Los geht's! Ifrit Inferno! Sehr gut, damit wäre das geklärt. Jetzt könnten wir theoretisch machen, was wir wollen, aber ihr wisst ja, wir legen noch einen nach, nur um mal sicher zu gehen. Okay, dann verpassen wir den Gegner. Göttliche Zerstörung, los geht's! Senkt erst die Lichtresistenz und macht dann lichtelementaren Schaden. Sehr, sehr cool. Guckt euch mal diesen Damage an, das ist wirklich krank. Und dann greifen wir mit allen anderen Charakteren ganz normal an. Einfach, weil es Spaß macht.
Mümmel, Mümmel, Mümmel die Bümmel, sag ich da nur. Beides geschafft. Weißer Schwerchrist, grüner Schwerchrist. Los geht's. Und wir haben die letzte Station vor uns für den treuen Doktor. Schwingen des großen Vogels. 4 Kämpfe. Wenn wir den mit Magie besiegen, kriegen wir auch plus 15% Abwehr, was super klasse ist. Und 2-mal ein Limitrausch mindestens benutzen, kriegen wir auch hin. Auf geht's, Freunde. Gerade bei 4 Kämpfen sollte das möglich sein. Wir machen mal das hier, heilige Deckung. So, zack. Dann machen wir Bards Limits. Zack. Und hier hauen wir mal Ace Limit raus. Zack, Jackpot Shot. So. Und die drei greifen einfach normal an. Jetzt haben wir auf jeden Fall 2 Limits gemacht. Das ist super klasse. Ace hat auch wieder fast einen vollen Limit. Bards genauso. Hier greife ich einfach nochmal an. Ich würde mich gerne mit Fidel gleich nochmal ein Limit machen, wenn wir bei dem Boss sind. Oder wisst ihr was? Machen wir nicht. Wir greifen einfach ganz normal an. Wir machen ganz normal jetzt mit Filias Limit Break. Ja, machen wir es bei denen da. Also, Anführer der Dämmerung. Los geht's mit Filia. Ishtola schützt uns. Ida schlägt drauf. Und Papalibos macht Magie. Sehr cool. Hat leider nicht gereicht, den Gegner zu besiegen. Aber ist nicht weiter schlimm. Wir haben noch einmal göttliche Zerstörung für den Gegner. Oder haben wir noch was anderes? Ja, komm, wir machen göttliche Zerstörung. Nee, wir machen Dämmerklinge. So. Ja, stiehlt immerhin so ein kleines bisschen, ne? Hier haben wir Renergia. Und wir machen Magiebefehl, damit es auch ja reicht. Die Magie, die wir benutzen sollen. Wir sollen den Gegner mit Magie töten, ne? Mission. Besiege Renergia mit Magie. Renergia steht hier. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das, wenn jetzt hier Renergia steht, dass man es auch Renergia ausspricht. So, mit Magie besiegen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das hier machen. Und dann machen wir mal hier Erogar. Und mit ihm hier machen wir Feuergar. Und hoffen, dass es reicht. Los geht's, Freunde! Jawohl, sehr schön. Wir haben ihn mit Magie besiegt. Das heißt, wir kriegen hier auch unsere Abwehr plus 15%. Also ziemlich gut, um auch ein paar Materias hier zu farmen. Und Abwehr plus 15% und Psyche plus 15% kann man beides immer sehr gut gebrauchen. Man weiß ja nie, wenn man mal gegen einen Gegner kämpft, der rein physische Angriffe macht, so ähnlich wie Titan oder wie Wilhelm oder so, ne, dass man eben Abwehr plus 15% anlegt, um noch extra Abwehr zu haben. Manchmal ist Überleben wichtiger als Schaden zu machen. Nur manchmal. Sehr gut, Freunde. Wir haben hier alles gekriegt. Das freut mich. Schwarze Milchrist nochmal als Bonus obendrauf. Und dann kommt der nächste Abschnitt. Sehr schön. Wir haben mittlerweile die Hälfte hinter uns. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5 haben wir noch vor uns. Werden wir auf jeden Fall in den nächsten Episoden sehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese hier gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich alles besser. Ich danke vielmehr herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen zur nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius, die Versammlung. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.